Hallöchen, herzlich willkommen zurück hier bei Hopp. Hier geht's weiter. Das letzte Mal haben wir mit einigen Umwegen diese Tür hier geöffnet und dahinter müssen wir gegenkloppen. Mach ich. Bam. Mach ich auch nochmal. Mach ich auch nochmal. Mach ich nicht. Mach ich nochmal. Noch zwei Leben. Ein Fahrstuhl in die Tiefe. Hat mir ja schon lange nicht mehr. Braucht dringend etwas, wo ich mein Leben. Robby? Hallo Robby. Ich glaube, hier unten sind die Konstrukteure dieser Welt. Wird diese Welt zusammengebaut? Ich sehe das. Ich sehe das schon. Okay, gespeichert hätten wir. Das hier kann man irgendwie zusammenschieben, scheint's. Und so wie es aussieht, müssen wir das auch. Ich schau mal kurz auf die Karte. Das ist die Karte. Was? Hätte nochmal zurückreisen sollen, glaube ich. Ich kann mich wieder hochfahren? Hätte Fahrradkette. Nimm mal zurück? Nee. Mich zurückporten sollen und nochmal ein paar Upgrades kaufen sollen, ne? Mist. Weil mir scheint, mir dünkt, es geht hier aufs Finale zu. Wupp. Dann kriegen wir gleich wieder so ein UFO, ich sehe schon. Nicht zufällig Teleportklumpen. Man sieht ja nichts. Ich habe ja keine Karte. Ich sehe ja nichts. Also, da ich jetzt hier keine Karte habe, gehe ich einfach mal schwer davon aus, dass ich mich von hier auch nicht mehr raus teleportieren kann. Und warum will der Robby, dass wir hier hingehen? Also, das scheint ja wirklich. Nee, siehst, überall stehen die Roboter, auch noch die funktionsfähigen. Das gut. Oh Gott. Ah, ah, ah. Alles klar, ich weiß genau, wo ich bin. Hier wollte ich hin. Das war mein Ziel. Guck mal, hier sind sogar Bäume unten. Das heißt, das sind so Teile, die wahrscheinlich hoch und runter gefahren werden. Der Konstrukteur hier. Das ist interessant gemacht. So, hier könnte ich wieder irgendwo drauf schwarten. Ich könnte aber auch einfach. Nur erstmal einfach da runterfallen. Krasser. Krasser Scheiß. Wenn ich da jetzt runter hops, bin ich dann. Ups, oder? Hier so ein Rohr. Weiß nicht, ob ich da drauf. Hier oben war doch gerade ein Speicherpunkt, oder? War hier ein Speicherpunkt? Moment, mal gucken. Ja, da war ein Speicherpunkt. Alles klar. Dann würde ich sagen, riskiere ich mal, ob ich da runter kann.
Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich hin wollte und müsste und... Tak, tak, tak. So hoch. Okay, das scheint mir ein Weg zu sein. Aber ich hätte jetzt gedacht, irgendwie das Rohr führt... Oh Mann, ich habe keine Karte. Weißt du, du weißt überhaupt nicht... Oh. Jetzt weiß ich noch weniger, wo eventuell irgendwo was sein könnte, was ich übersehe, weil... Blind. Vor allen Dingen hier überhaupt keinen Fehler mehr zugelassen. So, ich kann nach links, ich kann nach rechts. Der linke Weg ist der schwierigere, also gehe ich ihn. Dachte ich mir, dass das nur ein Weg ist zum Loot. So, Energie. Wir kriegen einen zusätzlichen Energiebalken. Das heißt, wir können jetzt zweimal Ausweichwarp machen, sozusagen. Ich habe ein bisschen spitzige Finger. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ah, leck mich am Arsch. Ah, ich will doch... Ich klicke doch da vorne hin. Mann, Mann. So. Perspektive ist manchmal ein bisschen schwierig. Für mich. Ich glaube, insgesamt ist es schon gut gelöst. Aber für mich ist das gerade gar nicht so einfach. Ja, schön. Also, was für Schwindelfreie hier. Ich laufe ehrlich gesagt lieber jetzt ein bisschen langsamer. Aha. Da geht es dann ins Röhrchen rein. Schaust du aus der Röhre. Okay, wenn wir da jetzt reingehen, weil da komme ich nicht mehr raus. Jetzt noch einmal zurück. Wenn ich das schaffe. So, hier nochmal hoch. Hep, hep, hep. Will nur, dass hier oben nichts irgendwie übersehen wurde, dass ich nichts übersehen habe. Es sieht aber in der Tat so aus, als wäre hier wirklich kein anderer Weg als eben dieser. Das Ding hier ist nämlich nicht aktiv. Ich dachte erst, ich schau mal, aber nee, sieht wirklich, wow, sieht wirklich so aus, als könnte ich das jetzt noch nicht betätigen. Dieser Schalter ist nicht aktiv. Okay, das war das, was mir noch fehlte an Informationen. Den Schalter hatte ich noch im Kopf. Als möglichen Ausweg oder Weiterweg. Tumpti-tumpti-tumpti-tum. Puh, wie war das jetzt? Moment, jetzt. Weg. Scheiße, wie war das jetzt? Ah, fuck nochmal. Ich hab grad vergessen, wie der Weg ging. Tut mir leid. Ach da, ja, okay. Hui. Und darin. Nein, du, da rein. Genau, platsch. Blind? Ernsthaft? Okay, Moment. Ich glaube, hier vorne war nur Ende, ne? Hallo? Hilfe, ich will hier raus. Na gut. Das ist ja gemein. Hui. Ach, da. Hallo? Moment, da. Ich glaube, ich muss darüber. Ja. Boah, das Spiel ist... Also ich glaube,
Für Leute, die nicht schwindelfrei sind, ist dieses Spiel hier ein Kraus. Ich glaube. Boah, da kann man allein schon beim Zocken hier verrückt werden, was das betrifft. So, da haben wir so ein Dings, da haben wir so eine abgesägte Leiter. Das heißt, das Ganze wird sich wahrscheinlich nach unten verschieben, wenn ich jetzt oben irgendwas drücke. Und dann komme ich die Leiter wieder hoch und kann dann das Dings bewegen. So meine Theorie. Ha, das kennen wir ja schon. Trotzdem nochmal ums Eck schauen. Da ist nix. Und es wird sich nach unten bewegen. Hier ist nur so ein Dings. Wenn ich das Wort Ding kenne, kann ich alles beschreiben. Kann doch nicht sein! Ein Schlüssel oder ein irgendwas, eins habe ich gelöst. Das hier ist das zweite wahrscheinlich, was man lösen muss. Mal unten gucken. Oder irgendwie abspringen? Wenn ich jetzt hier rechts. Hallo. Komm, aber die Idee war nicht verkehrt. Kannst du jetzt nicht sagen. Och nö, weißt du. Alles normal. Mach schon. War bestimmt nicht weit entfernt vom nächsten Speicherpunkt. Super. War bestimmt nicht entfernt vom nächsten Speicherpunkt, wo jetzt dieser Fail passiert ist. Top, top, top. Wupp. Wupp. Hops. Nee, nix hops. So hops. So, jetzt da hoch. Hat Flatsch gemacht. Immerhin kann ich jetzt hier nirgendwo runterfallen, sprach er, glaubte er. Hier kann ich leider echt nicht weiter. Ich würde gerne nach oben das Rohr weitergehen, aber irgendwie. Er zwingt mich hier raus. Das Spiel zwingt mich zu Dingen. Na. Dieser Punkt wieder. Na gut, wenn man das jetzt so sieht, dann ist diese Leiter auch deutlich weiter vorne als diese. Und der Versuch, darüber zu springen, war vielleicht doch nicht so intelligent. Weil ich hatte ehrlich gesagt auch nicht unbedingt gedacht, dass ich zu dieser Leiter springe. Aber guck mal, hier einfach sagen, abspringen und nach vorne. Hier so, wupp, das müsste doch eigentlich gehen. Das war so mehr die Idee eigentlich. Und er hat dann mehr als Leitersprung gemacht. Naja, gut. Okay, also hier geht's nicht. Das Ding geht irgendwie nicht rein. Überleg fast, ob man den da nochmal. Ob man den da nochmal rausziehen oder so. Das bringt ja alles nichts. Naja, ich tue schon mal auf Maximum nach vorne, aber es ist ja noch. Fehlt ja der letzte Millimeter. So, und ich fürchte, unser Weg wird kein leichter sein. War irgendwie zu erwarten. Ja, stell dir so an. Leiterchen. Hier geht's runter. Hey. Moment, da muss ich mal wieder auf die. Ah, komm schon. Muss ich mal wieder auf die WASD-Steuerung rüberwechseln, damit das funktioniert. Oh, hilf. Aha. Na super. Mal ganz kurz gucken. Wo muss denn der eigentlich reingezogen werden, dieser Schnüppel? Ja.
Okay, also doch einmal ganz wenden. Weil es gab ja auch schon die Rätsel, wo man nur so halb wenden durften quasi. Okay, ja, da komme ich doch wohl runter. Ah, komm. Lass fallen. Rinder. Ein Schalter. Na gut. Ich jetzt dadurch, dass ich hier das da irgendwie so verändert, dass das runtergefahren wäre oder so, durch irgendwas dran käme? Nee. Mal schauen. Oh. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben das zweite Schloss geknackt, aber ist nicht. Ich habe das jetzt einfach mal als Schloss gedeutet. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. So, da watschen wir in Ruhe rüber. Soll das ein Zeichen sein? Ich weiß nicht. Meint ihr, ich soll dagegen drücken? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was soll ich nur machen? Immer mehr rätsel ich darüber, was die eigentliche... Hui. Die Rakete startet. Oh. Immer mehr rätsel ich darüber, was die eigentliche Story hinter diesem Spiel ist. Warum ein Roboter kommt und uns scheinbar so eine Art Auserwählten gesucht hat und befreit hat. Und dieser Roboter auch noch uns seinen Arm gibt, der... es uns ermöglicht, hier alle Rätsel überhaupt erst zu lösen. Was, außer dass wir kleiner sind und hier überall rumklettern können, aber was können wir dann jetzt, was ein Roboter, was der Roboter nicht gekonnt hätte? Ja, das ist ja dann auch irgendwie, ich meine, das ist ja sein Arm, mit dem wir hier alles betätigen und lösen. Und augenscheinlich sind hier ja auch zig Roboter beschäftigt. So, das war der ganz normale Abgang. Jetzt ist das Teil hier aktiv und zack. Da sehen wir wieder Bäume. Es mutet irgendwie so an, als wäre das... Da werden wieder Landteile hochgefahren. Große. Müssten wir irgendwie diese Welt natürlich retten, ja. Ich denke, das ist soweit klar. Die Frage ist nur, welche Welt eigentlich und wo, boah, wo kommen wir her? Was haben die Roboter damit zu tun? Genau hier wollte ich hin. Es wird immer futuristischer. Und Speicherpunkt. Schön dich zu sehen. Oh, hi. Oh. Hi. Nimm den anderen Weg. Es muss doch noch einen anderen Weg geben. Es gibt doch noch einen anderen Weg. Lass es noch einen anderen Weg geben. Aber
ohne Witz, ich will noch einmal kurz zurückgucken, ob ich nichts übersehen habe. Alter, ist das ernsthaft? Das heißt, ich muss da in einem Sprint durch. Die kommen ja alle leicht verzögert runter. Und das mit der Maussteuerung. Ach, das wird ein Spaß. Ich weiß es nur noch nicht. Ganz kurz gucken. Oben kamen wir her. Das war nur der Warp-Punkt, ne? Ich hatte so eine ganz leise Hoffnung. Ja, leck mich doch im Hintern. Ach, da kam das Ding an. Ja. Bin bereit. Einfach damit mit. Alter! Beim ersten Mal! Ich bin ein bisschen stolz, danke. Gut, dass ich nicht gelaufen bin. Wenn, weißt du, dadurch, aber da dann bei so einem blöden Aufzug, hätte ich jetzt mal gesagt, wie soll man das Ding nennen? Ne, weißt schon, was ich meine. Oh, ich brauche den nächsten Speicherpunkt. Ich will den nächsten Speicherpunkt. Bin ich da hoch? Bin jetzt hier nicht irgendwie. Man sieht ja auch nichts. Wenn ich jetzt hier nach rechts laufe, dann fahre ich bestimmt runter. Links auch. Möchte, da komme ich nicht hoch. Eine Möglichkeit sehe ich, dass ich hier über die Mitte laufen muss. Mal wieder ein UFO. Steuer das nicht, das ist. Danke, Robby. Das ist zwar nicht mein Robby, aber es ist ein Robby. Die sind bestimmt alle ganz lieb. Okay. Die Musik, sie verspricht total süße Träume und so. Okay, da käme wieder dann die Untertasse an. Allerdings gibt es keinen Weg zurück mit der Untertasse. Die fahren alle in die eine Richtung. Da könnte ich lang und habe einen Aussichtspunkt. Den nehmen wir doch jetzt mal. In Ruhe mal sitzen. Also das Game Design, das Level Design, das ist gigantisch. Ich hab das gerade mal genutzt, um die Nase zu putzen, sorry. Ich bin noch minimal erkältet von meiner Tour im Oktober, wo so schönes Wetter war. Fantastisch. So, ja. Unten, das sieht unfreundlich aus. Wir laufen hier mal langsam. Das ist so abgefahren. Ich verstehe vor allem nur noch Bahnhof so langsam. Ich glaube, dass oder hoffe, dass es beabsichtigt. Der nächste Speicherpunkt, Gott sei Dank. Juhu! Latsch! Oh nee, nicht schon wieder. Bin nicht schon wieder unter Tasse fahren. Ich fliege mich immer irgendwo hin, wo ich nie hin will. Oder wo ich nicht weiß, dass ich hin will. Wo ich. Nein! Das war fies! Ich habe das erst viel zu spät erkannt, dass ich ja hier...
Alter, ist das fies! Oh, Kackspiel! Was? Ne. Oh, hab! Ja, das. Hm. Tschüss. Statt gesprungen hat er sich da runtergehangen. Mann, nochmal. Okay. Oh Gott, jetzt angelt's Tode hier. Ja. Hallo. Ich möchte darüber. Danke. Jetzt? Wieder so ein Parallelflug? Sieht das schön aus. Boah. Geil, das aussieht. Ist das nicht unsere... Warte mal, ist das? Ist das ein Teil unserer Welt? Nicht. Unten werden wir wieder irgendwo reingeschoben. Voll fies. Ah, das Level ist hier insgesamt sehr, sehr straight aufgebaut. Das heißt, es gibt jetzt wirklich wenig. Wir hatten am Anfang einmal etwas, wo man zu so einem Robby kam, wo ich wieder meinen Energiebalken rausgeholt habe. Aber ansonsten ist es sehr, sehr geradlinig aufgebaut. Kommen jetzt diese Symbole, die wir in diesem Raum gesehen haben, ins Spiel? Ansonsten ist es hier sehr geradlinig aufgebaut mit wenigen Rätseln oder ja, Rätseln nicht unbedingt, sondern mit wenigen alternativen Wegen. Ich glaube, ehrlich gesagt, fast keinen. Krass das einfach. Oh, ah, okay. Warte mal kurz, einmal ab. Ich hätte alle Zeit der Welt gehabt. Na kommt dann. Ah, das bewegt sich nicht. Ich dachte, das wäre ein sich drehendes Dings. Ah. Dann geht's hier wieder hoch. Im nächsten Hauptschalter. Ich glaube, das fährt jetzt hoch, oder? Fahrstuhlartig. Jawohl. Wie denn jetzt raus? Seid ihr lieb? Wie nett. Weißt du, gleich mal nicht den offensichtlichen Weg nehmen, sondern erstmal hier ausprobieren wieder. Sah irgendwie so aus, als müsste man da hoch. Ah. Gott sei Dank. Luft. Erde. Ah. Herrlich. Gut, hier hätten wir den nächsten Punkt, wo wir hin müssen. Da hätten wir noch immer diesen Schmetterling da oben, zu dem ich nicht kam. Da sind wir jetzt wieder rausgekommen in der Nähe. Und in diesem Loch hier haben wir ja auch schon mal gestanden. Ich glaube, hier war auch so ein Bosskampf, oder? Einer der ersten. Weiß ich gar nicht. Du bist lieb gewesen, ne? Ja. Okay, gut. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Mal schauen, was uns dann hier erwartet. Ach, guck mal, da unten ist was. Moment. Aber, war ich hier doch noch nicht? Mein nächstes Schwertteil. Müsste jetzt komplett sein, oder? Jawohl. Wir müssen unbedingt zurückporten. Wir müssen das Schwertchen zusammenschrauben. Schön. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie schon angedroht, machen wir hier einen kleinen Cut. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Bin ich? Ja, volles Leben habe ich. Sehr schön. Also bis dann. Macht's gut. Ciao.